Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, noch eine Mission liegt an. Wir machen jetzt ein paar Missionen, da wir ordentlich leveln möchten. Wir wollen natürlich auch Loot sammeln und dem Händler natürlich seine Beute abluchsen. Okay, da waren wir fast wieder zu nah ran. Eben die Nester geplündert. Ja, inzwischen habe ich jetzt einen guten Blick für so ein Nest. Kann ich mich ja noch an meine ersten Tage erinnern. Rumgerannt Ewigkeiten. Ihr habt geschrieben, ich bin da schon an zig Nester vorbeigelaufen. Hab sie einfach nicht. Hab sie einfach nicht gesehen. Aber inzwischen hat man jetzt doch einen Blick dafür entwickelt. Ja, wir haben hier Auftrag. Säubere das Gebiet. Das werden wir heute machen. Und dann kommt ja so langsam die erste Nacht in der neuen Basis, wo ich da mal richtig aufräumen möchte. Und da habt ihr mir auch schon einige Tipps geschrieben. Muss ich mal sehen, wie ich das umsetze. Und ja, bleibt dann abzuwarten, ob die Nacht überhaupt ausreicht. Ob die Nacht überhaupt ausreicht, um dort alles umzubauen bzw. aufzuräumen. Gut, gehen wir noch mal kurz eine Loot-Runde, bevor wir hier auf Missions-Loot-Tour gehen. Schaufel, Klebeband. Ja, das vergesse ich auch immer wieder. Entschuldigt das, ich lese das schon in den Kommentaren, aber ich bin da halt immer sehr schusselig, dass ich, bevor ich etwas verschrotte oder verwerte, das einfach nochmal mir betrachten muss, was es dafür beim Händler für Geld gibt. Ah, auch das passiert mir immer wieder, dass ich zu nah noch ran bin. Okay, naja, gut. Nichts passiert, oder? Nö, ist ja alles gut. Nahrung, Wasser ist auch noch so weit okay. So, Kollege, kommen Sie mal her. Bisschen weggehen, nicht, dass wir jetzt aus Versehen hier das Quest noch aktivieren. Gekonnt meinen Kugeln ausgewichen, der Kollege. Ach ja, genau. Ich sollte auch immer aufpassen, dass ich nichts zerschlage, wie ich muss wohl wieder. Oh, hier sieht es ja gut aus. In der letzten Folge den Spiegelschrank zerschlagen haben und den vergessen habe zu looten. So, wir gehen das mal kurz ran. So, alles fit war, ja. Mein Zombie mehr da. Gucken wir mal, was wir hier finden. Regal. Nahrung. Zange? Ja, was ist denn eigentlich das für eine Zange? Da hatte ich schon eine. Drahtwerkzeug, elektrische Bauteile verdrahten. Okay. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt kommt hier Verstärkung. Da kommen sie her. Kommt doch wieder nicht hoch. Es gibt sich. Ey. Oh, sehr schön. Fahrradfahrwerk. Das ist gut. Mein nächstes
Mobiles Fahrzeug soll ja erstmal ein Fahrrad werden. Ich hatte mir auch schon überlegt, das Mofa zu holen. Aber Mofa, naja, es sieht doch ein bisschen komisch aus. Sagten die Uhrzeit, wir haben noch Zeit. Ja, das hatte ich auch noch gar nicht bedacht, dass halt auf den Dächern auch Geier sind können. Zumal jetzt doch mal ein bisschen Obacht geben. Ich gehe da einfach mal hoch und wenn hier nichts ist. Sag ich's nicht. Sag ich's nicht gerade. Was denn jetzt? So, jetzt haben wir einen Salat. Jetzt haben wir hier uns infiziert. Infiziert. Haben wir eine Pille mit? Haben wir nicht. Jetzt haben wir keine Pille. Was macht man? Rennen wir zurück? Steinmesser haben wir auch vergessen. Schlafsack? Aber eine Lootkiste. Fünfer Speer. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, wir haben nicht viel Zeit. Müssen unsere Infektion dann stoppen. Und ein Fahrradlenker. Super. Was ist denn das hier? Ein Blasebalg. So, Fahrradrahmen, Fahrradlenker, Hammer. Hat schon irgendwer gehaust hier oben. Ja, das kann lustig werden. Das kann ja lustig werden. Denk mal, wir haben jetzt erstmal alles gelootet. Dann würde ich jetzt nach Hause flitzen. 7 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal schaffen. Die Mission nehmen wir jetzt nicht an. Ich will das jetzt einfach nicht riskieren, hier irgendeine Infektion mir noch zuzuziehen. Wir müssen. Ja, bis hierher. Das ist schon ein Stückchen zu laufen. Mal sehen, was unterwegs noch alles so. So rumliegt, wir werden noch ein bisschen looten. Obwohl, unser Inventar ist ziemlich voll. Vielleicht doch auf den schnellsten Weg nach Hause. Honig, 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 Honig. Stopp doch Infektion, Honig. Natürlich haben wir keinen gefunden. Schade, das wäre es jetzt gewesen. Blasebalg, den würde ich immer direkt lernen. Benutzen. Kapuze. Ich will mal ganz kurz schauen. Haben wir selber eine Dreier auf? Stiefel haben wir auch Zweier an. Verkaufspreis 24, Verkaufspreis 15. Schlafsack. Eigentlich ist der Unfug. Brauche ich nicht. Die Dose benutzen.
So, wartet, wartet. Was können wir hier noch machen? Eine leere Dose. Zerleg mal. Und Pfeil. Kapuze, komm. Zerlegen die Stiefel 24 Dollar. 24 Dollar. Das ist jetzt so die Frage. Aufheben oder zerlegen? Super. Eier kann man nämlich gut gebrauchen. Fleisch hatte ich ja noch. Da konnte ich ja mal einen Bären erlegen. Ah, ich werde mich definitiv jetzt ausrüsten mit einem Messer. Das heißt, was ist das für ein Geräusch? Sie hier. Mit einem Messer, dass wir auch das Fleisch looten können und für Notfall halt immer ein Antibiotika bei Mann haben. Ja, jetzt war ich echt schon hier im falschen Spiel unterwegs. Subsistence. Ich habe hier Eisen liegen sehen. Wollte jetzt hier hinrennen, das Eisen aufnehmen. So weit ist es schon gekommen. Unser Knie, wartet mal. Wir haben ja einen ganz normalen Verband. Ah, funktioniert nicht. Warum nicht bluten? Was brauchen wir da? Das vergesse ich auch immer wieder, aber mir ist es gerade eingefallen, dass wir das hier eigentlich sehen, was wir hier nehmen können. Aloe-Creme, Erste-Hilfe-Verbände oder Verbandskästen? Verbandskasten ist mir zu schade. Erste Hilfe muss ich mal sehen da. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Ich kann das auch noch nicht herstellen. Für die Infektion, wenn da jetzt Honig funktioniert. Ich habe mehr Honig wie Schmerz, wie Tabletten. Da würde ich mir, denke ich, mal so einen Honig reinpfeifen. Blick auf die Uhr. Wir hätten noch ein bisschen Zeit. Aber da wir ja viel Krach in der Basis machen, würde ich vielleicht sogar jetzt schon vor 22 Uhr da noch ein bisschen werkeln. Dass wir dann wenigstens noch drinnen was abbauen. Hühnchen. Nur wie kommen wir da rein? Kommen wir jetzt da rein? Blöcke. Ich hab sie doch mit. Ich hab sie doch mit. Naja, sechs Fleisch. Sechs Fleisch waren es wenigstens. Oh, das ist ja gemein. Jetzt können wir die da drüben nicht aufheben. Naja, ist nur ein Holzblock.
sehe da eigentlich, können ja gar keine Zombies kommen. Es gibt ja keinen ersichtlichen Eingang nach hier drin. Und da habt ihr auch geschrieben, vielleicht hier sogar noch eine. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Hier noch vielleicht eine Doppeltür reinbauen. Wir gehen uns erstmal verarzten. Dann schmieden wir weiter Pläne. So, das ist jetzt eine Kunterbunt-Lootkiste. Dann packt man hier mal alles rein, was möglich ist. Und hier ist alles Kunterbunt. So, war blöd. Mein Holz. Das brauche ich wieder. Holz. Ich überlege gerade, die Tür. Holz brauchten wir. Und Eisen. Eisen. Aber das mal Honig. Seht, da bin ich schon wieder total hier im Baufieber. Honig oder Antibiotika. Infektion heilen 25%. 2,5% haben wir. Verbandskasten fürs Knie. Ist mir zu schade. Das heilt auch so. Wir haben jetzt eh Zeit. In der Nacht. Hier ist der Honig. Infektion heilen 5%. Gut. Benutzen. So, Infektion. Sollte jetzt heilen. Was haben wir noch zu futtern? Hier haben wir gleich das Eisen noch. Zum Aufwerten der Tür. Das passt. Ja, und dann mache ich mal so ein paar Lagerkisten, wo wir auch Sachen reintun, die wir dann verkaufen werden. Ach, hier haben wir so Speck mit Eiern. Die hätte ich letztens schon mal gesucht. Und wiedergefunden. Können wir uns nämlich noch ein paar machen. Jetzt haben wir Eier gefunden. Ja, wir brauchen die Ordnung. Wir brauchen Ordnung. Auch hier Antibiotika. Hat man nicht hier auch Antibiotika drin? Wahnsinn. Wahnsinn, was für eine Unordnung. So, eine Tür. Die Eisentür. Geschmiedetes Eisen. 10 Stück. Ja, wir brauchen unbedingt... geschmiedetes Eisen. Tresortür. Schick, schick. Und eine Werkbank brauchen wir. So, erstmal hier die Holztür. Gebaut. So, wartet. Wir müssen aber den Müllklaub weghacken. Der ist leer. Müll ist weg. Haben wir noch mehr Müll? Müll ist weg. Jetzt hätten wir noch Müll. So, machen wir die Tür. Okay, gebaut. Genau, da haben wir noch so eine kleine Sicherheitstür. Kellerbereich würde ich erstmal so lassen. Ich sag mal, will mich das jetzt nicht unbedingt. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Hier waren wir noch gar nicht drin. Geheimraum im Keller. Muss diese Musik kommen. Ich dachte, ich habe schon wieder irgendwas verpasst. Dass die Horde kommt oder die Nacht losgeht. Oh, eine Vierer Schippe. Ah, schade, haben wir schon. Ja, zum Verkaufen würde ich sagen. Was ist das hier oben?
Lampe. Schöner kleiner Raum hier. Okay, ja, und hier ist halt der Durchgang für nebenan. Es sollte eigentlich nichts passieren. Die sind leer. Die sind leer. Man könnte jetzt natürlich auch diese Treppe hier wegreißen. War es auch so die Idee von euch? Wäre, denkt mal, ein guter Gedanke. Die Treppe weg. Irgendwas zum Hochspringen bauen, dass man immer noch den Fluchtweg offen hat, aber dennoch von unten halt ziemlich safe ist. So, 21:06 Uhr. Also, Schreibtisch kommt jetzt weg. Der Müll, die Leiter, die Treppe hier brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die Fenster würde ich erstmal so lassen. Erstmal so lassen. Ich würde auch mal. Ach, wie hießen denn diese Holzbarrikade? Ist die Barrikade oder irgendwas mit Stachel? Ja, Holzstachelfalle. Hoffe, ich baue mir da mal ein paar. Ist immer falsch. Hier wollte ich lang. Die würde ich jetzt einfach mal hier so herstellen. Falls jetzt sich doch wer der Tür nähert, dass wir ja so ein bisschen Verschnaufpause haben und nicht gleich überrascht werden. Weiß dann zwar noch nicht, wie ich wieder rauskommen soll. Irgendwie wird es schon werden. Okay. Uhr. Wir machen jetzt noch mal ordentlich Krach. Ich nehme mal den Schraubenschlüssel und montiere noch ein bisschen was ab. So, was bewirkt jetzt eigentlich rechte, linke Taste? Wird einfach alles abgerissen. So, das ist weg. Das überlege gerade, ob wir das jetzt wegmachen hier, die Lüftungsschächte. Eigentlich müssten sie weg. Ach, wie lange habe ich darauf gewartet? Endlich mal Sachen demontieren, neu bauen und endlich meine Schmiede und eine Werkbank. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles noch hinbekommen. Die Treppe würde ich erstmal wegmachen hier. Brauche hier Ordnung. So, was ist jetzt hier mit? Ich glaube, das müssen wir liegen lassen. Jetzt hier drauf hacke, geht doch das Fundament kaputt. Das ist einfach so ein Haufen, der Krach macht. Nee, da geht weg. Obwohl, die lasse ich mal. Das hat irgendwas hier. Das Geländer, das ist auch nicht ganz korrekt gebaut. So, unten wäre jetzt Luft. Und hier oben wollen wir uns ja auch einrichten. Machen wir hier oben sozusagen die Kisten hin.
Ah, hier oben, das gefällt mir nicht so richtig. Das Fenster ist ein bisschen zu weit offen. Machen wir oben unsere Kisten und unten dann halt so, ja, Betonmischer oder sowas, was es dann später noch gibt. Schafft man das alles noch? Gut. Ah, hier ist das Fenster offen. Genau, ich würde auch gerne die Fenster offen lassen, dass es nicht ganz so dunkel wird. Müssen wir beobachten, ob Zombies angelockt werden. 22 Uhr. Ja, ich würde jetzt mich mal ein bisschen hier austoben. Mal ein bisschen so Überlegungen anstellen, wie wir was hier wo machen werden. Und werde ich euch dann in der nächsten Folge präsentieren, was hier geworden ist. Ich denke mal, viel wird hier nicht werden. Ich werde erstmal mich wieder durchs Menü durchlesen, wozu was alles zu gebrauchen ist, wo wir was herbekommen. Das macht mir auch richtig viel Spaß. Und dann hat es mich gefreut. Soll es gewesen sein. Ich hoffe, bis demnächst. Macht's gut.